Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wir haben ja angefangen schon mal mit dem zweiten Scanner-Network für die Raketen nachher. Einfach den Teil übernehmen. Das sollte so passen, ne? So, und die Logikleitung. Die und den Anschluss auf der gleichen Seite. Kommt dann hier dran. Und damit sollte das Ding eigentlich passen. Ah, die Leitung hier haben sie schon gebaut, sehr schön. Da ist auch schon gebaut worden, ordentlich. Können sie das einmal deconstructen? Das ist jetzt wichtig, Leute, weil wir verlieren hier unsere Atmosphäre. Wie schaut es eigentlich da unten aus? Oh ja, da zieht es schön hinein, das ganze CO2. Könnte man hier Airflow-Tiles bauen, damit das CO2 da besser durch kann. Boah, jede Menge Öl, gerade noch am Gefrierpunkt. Boah, das heißt, hier drin wird es wirklich schon warm jetzt langsam. Was, den Rest brauchst du nicht, ha? Dankeschön. So, jetzt kann ich das CO2 ordentlich runter. Man sieht eh schon, wie es in Bewegung setzt. Und da gefriert es dann. Da tropft es einfach aus der Luft und liegt gefroren da. Eiskalt. Boah, minus 85 Grad. Das wäre super. Da drinnen, wo es viel zu warm ist. Und das Wasser kommt zurück hier mit. Ah, es wird schon ein bisschen kühler, Gott sei Dank. Achso, es ist im Tank noch so warm drinnen, deshalb. Verdammt! Aber da tut sich jetzt deutlich mehr. Das kann uns dann auch noch abbauen, dann geht noch ein bisschen schneller. Was ist, wird das da endlich einmal gebaut? Open. Bitte bauen, Leute. Travaldo kümmert sich bereits drum. Toll. Mist. Wir müssten hier ein Signal hinkriegen irgendwie. Es geht nur so leider nicht. Es sei denn, wir bauen das Ding hier ein wenig um. So. Und schalten es ein. Ja. Von welcher Zeit hängt das ab? Von der da. Barney, ja, von mir aus. Irgendwer. Danke. So. Und das Ding läuft.
Achso, wir müssen natürlich das hier zumachen auch, sonst wird das nichts. Was liegt da? Mafic Rock, und das soll Mafic Rock werden. Nach Möglichkeit schnell bitte. Da unten tut sich auch schon ein bisschen was langsam. Joint Blade ist auch fertig, wunderbar. Und da wandert der Sauerstoff bis da nach unten. Eiskalt. Dann kann er langsam das hier, das Öl hier auftauen. Hat noch immer keiner baut. Ah! Aber Ari ist schon dran. Mafic Rock wäre schon da gewesen, danke. Natürlich liegt er da drinnen. Egal. Du pumpst das einmal raus. Schon bald ein Vakuum. Da drin dauert es noch ein bisschen, bis der alles rausgepumpt hat, aber es geht dahin. Er macht doch einen halben Kilo pro Sekunde. Ach hey, ah, da ist langsam unterwegs noch. Popped Eardrums. Warum eigentlich? Hier ist doch gar nichts. Wir haben doch hier nirgendwo einen zu hohen Druck, oder? Da drin. Da ist alles einfach. Da sind alle Gase beisammen. Da braucht man ein großes Filtersystem, um das alles zu trennen. Aber hier passt doch alles vom Luftdruck her. Da habt ihr eh schon den Suit an. Merkwürdig. Oh, jetzt mangelt es gerade wieder an Ethanol. Aber da ist die Leitung wenigstens voll. Da drin sinkt langsam die Temperatur, da drin geht auch die Temperatur langsam runter, aber wir werden jetzt dann das Wasser brauchen. Pumpt es mal raus, weil das ist dringend an der Zeit, aber 28,3 Grad. Nicht gut. Funktioniert das Ganze gerade nicht mehr so wie geplant. Ah, da sind die ganzen Leitungen dann schon mal fertig. So, Automation. Space Scanner. Und da oben ist schon fast ein Vakuum drin. Aber es muss wirklich ein Vakuum werden. Aber das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, die Türen alle zu öffnen, und der pumpt alles raus. Wobei, jetzt sind wir bei 50, 49. Ah, das zieht das eh ganz gut raus. Was da unten ist, merkt die Pumpe schon gar nicht mehr richtig. Also wir sind hier wirklich im Vakuum jetzt. Das heißt, wir können die abschalten. Und
das hier abkoppeln. Und das ist erstmal da rein verbinden. So, jetzt kann das hier rein. Wunderbar, es dauert zwar ein bisschen. Ja, da hätte man so einen reinbauen sollen. High Pressure Gas Vent, dann hätte er da viel mehr reinzogen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Hauptsache es geht hier auch langsam ein bisschen was weiter. Auch wenn es eben langsam ist, ne? Zumindest schafft es da alles einzusaugen. Immer noch 28,1 Grad. Aber Hauptsache da kommt wieder Wasser. Das ging wieder mal über den Teppich. Schon. Hey, warte, was, das war's schon wieder oder was? Ja, das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Oh Mann. So lange aber gespart, ne? Nur für die paar Teppichteils. Also das Ding hier wächst doch nicht so schnell, wie man denkt, ne? Oh, wir kriegen wieder ein bisschen Sandstone. Machen wir denn hier mal eine Leiter. Dann sind sie da ein bisschen schneller unterwegs. Warum bauen hier eigentlich immer nur zwei? Was macht der Rest? Da kommen die anderen beiden, ja, endlich. Oh, recht frisch da drinnen. Oh, das wollten wir eigentlich so nicht haben. Das gehört eigentlich auch noch weg, Leute. Suit wearing. Halt du Bird. Oh, der gefällt gar nichts, das war vielleicht auch nicht so die gute Idee. Boah, und wir haben hier schon ein bisschen wenig Suits. So, jetzt habt ihr hier eine Leiter. Verwendet ihr die Leiter eigentlich auch? Schaut nicht so aus, ne? Komisch. Da verwenden sie es schon. Lol. Otto, bist du nicht ganz sicher, was du machen willst, ha? Huh? Der schafft's nicht. Der kommt in den Suit nicht ran. Was tust du, Mann?
Was ist das für ein Bug, bitte? Was, weil da CO2 drin ist oder was? Lol. Das kann ja wohl nicht sein. Ah, incoming object. So, aber die Türen darum wären eigentlich einmal das Wichtigste, dass die fertig sind. Schauen wir hier aus mit der Temperatur. 200 Grad. Okay. Geht noch ganz gut. Boom. Oh, da ist schon das ganze Ethanol weg. Schaut das mit den Bäumen. Okay, da haben wir wenigstens wieder genügend Wasser. Oh, da kommt eh wieder Holz. Zumindest ein bisschen. Ah, dann können wir sagen, was er hier... Warte, was? Kann der irgendwas auf sich herumtragen, oder was? Hm. Interessant. Dustbin voll. Und keiner macht was. Voll mit hauptsächlich Erde und ein bisschen Polluted Dirt. Das kann man leider nicht sagen. Scheinbar, dass er Polluted Dirt liegen lassen soll. Ernte. Du kannst das aber auch liegen lassen. Wir haben eh die hier. Die Autosweeper machen das schon, danke. Genau, baut schön die Türen, danke. Ah, da ist die schon wieder vorbei. Und natürlich bleibt hier immer einiges an Material liegen. Da haben wir auch gleich immer jede Menge, ja, hauptsächlich Regolith, aber auch ein bisschen Eisen und so. Schade, dass die Autosweeper nicht von selber ernten können. Das wäre halt noch cool gewesen. Was ist mir da eigentlich? Das ist noch nicht abgegradet worden. Warum? Macht gerade keiner. Jetzt sind sie extra in dem Raum und jetzt macht's keiner. Naja, das können wir doch öffnen hier. Hm. Wenn sie unten doch so kalt ist, könnten ja theoretisch das ein bisschen nutzen hier. Nehmen wir da einfach ein bisschen Blei.
Oh, und da sind wir out of Blei. Das ist schlecht. So. Aber die machen das aus zwei separaten Leitungen leider. Das ist ein bisschen blöd. Es sei denn, wir feeden die schön ins Gleiche. Und schicken es dann hier wieder raus. Dann können wir das Öl zumindest ein kleines bisschen noch abkühlen, bevor es da wieder zurückkommt. So, und dann sagen wir Bridge hier und Bridge hier. Und dann kommt eins daher. So, und das andere. Kommt die Bridge stattdessen hier unten hin. Und dann hier rüber. Das muss weg. Und das muss weg. Und das muss weg. So. Das kann alles weg. Da ist eher ein bisschen Puffer in der Leitung. Noch kriegen sie relativ kühles Öl, aber das ändert sich so langsam. Der haut sich auch relativ warm raus. Wie funktioniert das hier mit dem Gaskompressor? Ja, bedingt. Aber es funktioniert. Das ist wichtig. Die Tür noch nicht fertig, aber das soll ja helfen. Beziehungsweise gut, es geht nicht, geht die Produktion nicht schneller dann, aber sie geht ein bisschen länger. Dann wäre es auch interessant, ob man nicht auch so einen kleinen Aquatuner, so ein Aquatuner-System bauen kann. Das, was nur auf Power von der Turbine läuft und das, was man aus dem Natural Gas rausholt, wo man einfach Batterien ordentlich auflädt, viele Batterien auflädt und die. So, damit das Wasser da nicht mehr drüber rennt immer. Und diese Batterien speisen halt dann nachher den Aquatuner. Ah, da wird schon schön gebaut. Aber bitte auch hier die Leitungen abbauen, bevor irgendwer was macht. Das Ding kann auch weg. Dumm. Jetzt beeilt euch mal. Ah, es geht eh schnell voran. Boah, das Öl, das ist auch schon ordentlich heiß. Und wir haben hier keinen Strom, wir haben die Verbindung gekappt. Warum haben wir denn das gemacht? Da nicht noch mehr heißes Öl rüberwandert oder was? Ach so, wegen dem Natural Gas, damit er das nicht entfernt. Passiert irgendwie auch nicht sonderlich viel. Sag mal, haut da überhaupt was raus? Mir kommt es irgendwie so vor, als würde da gar nichts passieren. Oh, der Part ist auch schon wieder längst zu Ende. Ach hey. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.
Ciao. Da kommt er gar nicht hin.